Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mathe Bock, wenn Mathe Bock macht. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit der Zwei-Punkte-Form die Funktionsgleichung einer linearen Funktion berechnen kannst. Die Zwei-Punkte-Form ist eine Formel zur Berechnung der Funktionsgleichung einer linearen Funktion und die kommt immer dann zum Einsatz, wenn eine Gerade durch zwei angegebene Punkte berechnet werden soll. Der erste Teil, der ist einfach nur das Ausrechnen der Steigung, ganz analog zum Steigungsdreieck. Da hatten wir ja Delta Y durch Delta X, also den Unterschied in der Y-Richtung der beiden Punkte und den Unterschied in der x-Richtung der beiden Punkte. Diesen Unterschied, also die Differenz, die rechnen wir einfach aus, indem wir von der zweiten y-Koordinate, also der y-Koordinate des zweiten Punktes, die y-Koordinate des ersten Punktes abziehen, geteilt durch der zweiten x-Koordinate minus der x-Koordinate des ersten Punktes. Das wird jetzt in die Punktsteigungsform für m eingesetzt. Das heißt also, hier in der Punktsteigungsform, da hatten wir y ist gleich m mal Funktionsvariable x minus, in dem Fall habe ich jetzt mal x1 gewählt und eben am Ende wird noch y1 dazugezählt. Wenn ich jetzt m durch diesen Ausdruck ersetze, dann haben wir einen Term, der eben nicht mehr von der Steigung abhängt, sondern nur noch die einzelnen Koordinaten der beiden Punkte enthält. Viele Leute machen das so, dass sie erstmal die Steigung ausrechnen und dann die Punktsteigungsform benutzen. Wenn dir das richtig erscheint, dann mach einfach die Punktsteigungsform und rechne erst allein mal die Steigung aus. Wenn du es mal ausprobieren willst, wie die Zwei-Punkte-Form funktioniert, dann folge einfach hier diesem Beispiel. Wir haben jetzt die beiden Punkte gegeben, a 1, 2 und b 3, 6. Nehmen wir also diesen hier als den ersten Punkt, dann haben wir hier unsere Koordinate x1, hier ist y1, diese Koordinate hier, die wäre dann x2, also die x-Koordinate des zweiten Punktes und hier hätten wir y2, die y-Koordinate des zweiten Punktes. In dieser Formel ersetzen wir jetzt also die jeweiligen Variablen durch die konkreten Zahlen und bekommen dann, nennen wir die Funktion mal f, die Funktionsgleichung dieser Funktion raus. Y2 ist 6 minus Y1, das ist 2, geteilt durch 3 minus 1. Mal x als Funktionsvariable bleibt stehen, minus x1, das ist 1. Und dazu gezählt wird noch Y1. Übrigens könntet ihr hier hinten natürlich auch einfach die Koordinaten des anderen Punktes nehmen, das würde überhaupt gar nichts ausmachen, es würde dieselbe Funktionsgleichung rauskommen. Auflösen bringt jetzt hier vorne erstmal bei dem Bruch 6 minus 2, das ist 4, geteilt durch 3 minus 1, das ist 2, also 4 durch 2 macht 2, mal x minus 1 plus 2, ausmultiplizieren bringt 2x minus 2 plus 2, diese hier heben sich gegenseitig weg, also ist die Funktionsgleichung hier nur 2x. Ich hoffe, das Video hat dir etwas weitergeholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.